Hallo liebe Hansa-Fans, zum zweiten Mal das Gespräch aus dem Trainingslager in Kataja, dem Winterquartier vom FC Hansa Rostock. Heute hat sich der Torwarttrainer unserer Profis zur Verfügung gestellt. Wir bedanken uns und heißen herzlich willkommen Alex Ogrenz. Hi. Hallo, grüß dich. Alex, wir kommen gerade vom Vorbereitungsspiel aus Portugal wieder, haben 2 Stunden Busfahrt hinter uns. Wir haben gegen Lok Moskau 2-0 verloren. Der Trainer war aber allerdings zufrieden, weil er vor allen Dingen auch junge Spieler eingesetzt hat. Wie hast du das Spiel gesehen und vor allen Dingen Kevin Müller gesehen, der heute 90 Minuten durchgespielt hat? Ja, wie gesagt, es hat so ein bisschen heute so einen internationalen Charakter gehabt. So eine Erinnerung an vielleicht so vergangene Europapokalzeit vom FC Hansa, das, im Spaß. Aber wie gesagt, war ein guter Gegner, Lokomotive. Weiß nicht, was der Marktwert von der Mannschaft ist, irgendwie bei knapp 100 Millionen. Ich meine, das ist schon großes Ausrufezeichen. Und ich denke, dass wir uns da ganz gut verkauft haben, dass wir schön dagegen gehalten haben. Und ganz besonders auch der Kevin Müller hat seine Sache absolut super erledigt. Jetzt sind wir ja schon ein paar Tage hier. Die 3 Torhüter, Johannes Brinkies, Kevin Müller, Jörg Hahnl. Das zeichnet sich auch in den Medien so ein bisschen Zweikampf ab. Wie siehst du das? Vor allen Dingen die Qualitäten und auch die Entwicklungsfelder der Torhüter. Wen siehst du im Moment vorne? Ja gut, klar, dass die Torhüter, die müssen sich immer weiterentwickeln. Wie jeder Fußballer, wie jeder Mensch auf der Welt, der entwickelt sich immer irgendwie weiter. Ne, da gibt es ja jetzt in dem Sinne kein Stillstand. Und so ist ja auch bei unseren Torhütern auch. Ne? Der Kevin hat, wie gesagt, der hat eine tolle Vorrunde gespielt, muss man wirklich sagen. Für sein Alter, für einen jungen Torwart, hat er seine Sache gut gemacht. Und ich hänge mich mal ein bisschen weiter aus dem Fenster. Aber hat jeder diese Leistung abgerufen, glaube ich nicht, dass wir da jetzt stehen würden, wo wir jetzt momentan stehen. So, das ist schon mal Fakt. Ne? Andererseits, wir wissen, was wir an Jockel haben. Das ist ein sehr, sehr erfahrener Torwart ist und sehr viel gerade mit seiner Routine machen kann und auch der Mannschaft da unheimlich weiterhelfen kann. Wir haben uns im Sommer entschieden, dass wir den Weg mit dem Jungen gehen. Jetzt momentan ist es so, dass wieder beide bei Null sind und sich beide beweisen müssen im Training und in den Spielen. So, und wie gesagt, Jockel hat gegen Bremen seine Sache super gemacht, der Kevin hat heute seine Sache super gemacht und jetzt spielen wir morgen gegen die Österreicher, Mattersburg. Und da steht der Jockel wieder drin und dann werden wir uns zusammensetzen im Trainerteam und werden wir schauen, mit wem wir dann in die Saison gehen. Viele Fans fragen sich ja, wer das genau entscheidet. Machst du das? Ist es eine Teamentscheidung oder ist Wolfgang Wolf, der sagt, okay, ich höre mir alles an, aber im Endeffekt entscheide ich. Wie läuft das ab? Ja, letztendlich ist klar, ist der Cheftrainer derjenige, der alles absegnet, der auch den Kopf dahin halten muss. Das ist einfach nur mal so. Aber wir arbeiten im Team. Da ist der Hadi, dann ist der Baumi jetzt da, Stefan und ich. Und der Trainer und wir sprechen im Prinzip alles ab, so dass das nicht ein Weg von einem Einzelnen ist oder irgendwas, sondern das wird schon alles analysiert und im Team abgesprochen. Okay. Die Hansa-Fans bei Facebook haben sich auch ein paar Fragen überlegt und zwar der Name des Users ist relativ ungewöhnlich, der heißt Jesus Latschen, so nennt er sich zumindest, und möchte wissen, ob die potenziellen Elfmeterschützen von Gegnern, ob die von dir analysiert werden und dann, ob du dann Kevin Müller, Jockel oder Pommes entsprechend darauf vorbereitest. Macht ihr sowas? Ja, begrenzt machen wir sowas. Man weiß schon bei einigen Spielern, wie die Schussfolge von denen ist. Aber was soll man da, das ist beim Elfmeter ist immer so eine Sache. Ich sage, Kevin springt in die linke Ecke und er schießt in die rechte Ecke. Da sagt er zu mir, sag mal, bist du bekloppt, ich wollte in die rechte Ecke springen. Also das muss einfach, ich finde, oder ich als Torwart habe das auch nicht so gewollt, dass mir einer sagt, pass auf, da und da. Wenn man eine Tendenz hat von einem Schützen, wo man genau weiß, pass auf, der schießt da immer hin, dann ist das okay. Aber im Großen und Ganzen muss wirklich ein Torwart sich auf seine Instinkte verlassen bei einem Elfmeter und den dann ganz einfach halten. Ja. Instinkte sind die eine Sache, zum anderen hat sich das Torwartspiel aber in den letzten Jahren auch sehr verändert. Zum Beispiel David möchte wissen, ob wir speziell die Spieleröffnung, das ist ja der Torhüter immer wichtiger, ob wir die speziell trainieren und wie ihr das macht. Ja, klar, das ist ja ganz, ganz elementare Sache, die Spieleröffnung, gerade für den Torwart. Das wird immer wichtiger, dass der Torwart mitspielt, dass der Torwart im Prinzip so der erste Angreifer ist.
Das ist ganz klar und das üben wir fast täglich im Training mit Passfolgen, mit Abschlägen, gezielten Abschlägen, gezielte Abwürfe. So, ne, dass der Torwart den Ball mitnimmt, mit links und mit rechts den Ball weiterleiten kann, vernünftig weiterleiten kann, ohne dass irgendwie so ein Lutschball da angerollt kommt und der Mitspieler den nicht verarbeiten kann. Aber wie gesagt, das üben wir tagtäglich. Ne, das ist ganz, ganz wichtig. Okay. Silke möchte wissen, hat auch bei Facebook die Frage gestellt, ob du eher die Philosophie vertrittst, dass es einen Stammtorhüter geben muss, einen Clan, der dann auch alle Spiele macht, nur im Fall einer Verletzung ausgewechselt wird. Oder beispielsweise wie in England, dass man den Ersatztorhüter bei Laune hält, indem man ihn zum Beispiel bei Pokalspielen einsetzt oder eben jedes zweite Spiel wechselt. Wie siehst du das? Ja, jedes zweite Spiel wechseln ist Quatsch. Das ist Quatsch. Das sowas praktizieren wir nicht. Oder in Deutschland wird es ja, im bezahlten Fußball wird es ja nicht praktiziert. Ich habe es immer so als Torwart, wo ich selber Torwart war, in meiner Karriere, da wollte ich schon wissen, dass ich als Nummer 1 in die Saison gehe. Ne? Ja. Das war einfach so. Gut, als junger Torwart muss man da ein bisschen vorsichtig sein, da kann man keine Forderungen stellen. Aber wenn man ein bisschen älter wird und eine gewisse Erfahrung hat und man zeigt Leistung und man ist gut, dann sollte man dann schon als eine klare Nummer 1 haben. Aber gut, bei uns ist eine andere Situation. Wir haben einen sehr, sehr erfahrenen Torwart, ne? Mit einer Riesenerfahrung und einen jungen Torwart wie Kevin. So, und unsere Philosophie ist hier so, dass wir beide immer bei Null im Prinzip losschicken. Das war im Sommer so, ist jetzt wieder so. Und da müssen beide mit klarkommen. Ne? Das ist so. Ich meine, man muss auch sagen, der Jockel hat, da ziehe ich den Hut vor, weil wirklich, wie der Jockel sich verhalten hat in der Vorrunde, das war wirklich phänomenal. Weil der hat dem Kevin geholfen, der hat der Mannschaft geholfen und das ist wichtig, das sehen die Zuschauer, das sehen die nicht, wie es innerhalb aussieht. Aber das ist so wichtig, dass gerade solche Spieler, wo gerade so ein bisschen im zweiten Glied sind, dass die trotzdem hinter der Mannschaft stehen. Und da hat Jockel wirklich phänomenal sich verhalten. Okay. Claudia will wissen, jetzt gehen wir in den zweiten Block und zwar ein bisschen so den Menschen Alexander Ogrins kennenzulernen. Ob du dich hier, sagen, man hört es ja ein bisschen an deinem Dialekt, du bist ja nicht aus Mecklenburg-Vorpommern, ob du dich hier oben zwischenzeitlich wohlfühlst und wie dir die Küste gefällt? Ja klar fühle ich mich hier oben wohl, Mensch. Ich komme zwar aus dem Schwarzwald, aus Baden-Baden, aber wenn ich jetzt mal ganz, ganz ehrlich bin, mich zieht es ehrlich lieber in Norden als in Süden. Deshalb meine Familie, meine Kinder, die wohnen an der Nordsee, direkt an der Nordsee, in der Nähe von Wilhelmshaven. Da ist die Verbundenheit mit dem Wasser. Jetzt habe ich das Glück gehabt, nach Rostock zu kommen, wieder die Verbundenheit mit dem Wasser. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz klasse. Und ich mag auch den Menschenschlag, denn im Norden, ne, die sind mir einfach direkter, die sind nicht so wie bei uns im Süden. Da gibt es auch tolle Leute und alles, um Gottes Willen, aber ich mag lieber, wenn mir einer direkt sagt, pass auf, du bist ein Arschloch, anstatt hintenrum. Und ich denke, im Norden ist das wirklich... Da geht es geradeaus, kurze Wege im Mittelfeld und das schätze ich am Norden sehr. Das kann ich bestätigen. Eine weitere Frage ist, ich meine, in diesen Tagen haben wir das in der Trainingslager gemerkt, aber wie du dich fit hältst. Es gab schon das ein oder andere Video hier bei uns. Wir haben schon gesagt, wir bringen mal eine Fitness-DVD raus mit Alex Ogrins. Machst du das auch in deiner Freizeit oder eben nur im Training? Ja, aber sehr gut. Freizeit haben wir ja nicht viel. Wir haben ja jeden Tag Training und im Prinzip... ist das ja wie ein Hobby, ne? Jeden Tag mit den Jungs arbeiten zu können, zu dürfen. Das ist eine Sache, die nicht selbstverständlich ist. So, und ich lebe halt das einfach vor, ich lebe den Jungs vor. Ne? Eine gewisse Athletik, Fitness, das lebe ich vor und reiß die auch, denke ich mal, mit, so dass die auch Spaß kriegen. Ich bin nicht einer, der da steht und sagt, pass auf, du machst jetzt das und das und das, sondern ich mache das immer mit denen mit. Ja, und wenn die sehen, der alte Sack mit 43 kann das noch, dann strengen sie sich vielleicht noch ein bisschen mehr an und setzen noch mal einen drauf. Das ist vielleicht dann gar nicht so schlecht. Das stimmt, ich kann das auch wiederum bestätigen. Also ich habe das große Glück gehabt, mit Alex trainieren zu dürfen und muss sagen, ich habe Muskeln kennengelernt, wo ich nicht mal wusste, dass ich die habe im Körper. Aber das ist schon grandios. Noch ein Freundin und Freunde, wenn du knackig nach Hause kommst. So ist es, und dann werde ich gleich weitermachen. Wenn du sagst, einen draufsetzen, auch sehr beeindruckend war, und das haben auch viele Hansa-Fans geschrieben, die Standardsituation, die wir getreten haben, da hast du ja auch mitgemacht. Du hast eine extreme Schusstechnik, extrem gute Schusstechnik. Gibst du da auch mal Tipps an die Feldspieler weiter? Hast du dir das antrainiert? Wie sieht es da aus?
Nein, entweder kannst du oder kannst du nicht, weißt du? Das kannst du nicht, das kannst du schwer trainieren. Nein, Spaß beiseite. Aber wenn du, so wie ich schieße ja, glaube ich, in der Woche 3 Millionen Mal aufs Tor. So, und wenn du das über Jahre machst, dann hast du natürlich, irgendwann hast du da so eine gewisse Schusstechnik, wo man mich dann morgens um 3 Uhr mit 3 Promille wecken kann und sagen, so, Flutlicht an, jetzt hau mal aus 60 Meter aufs Tor. So, das ist einfach drin, ne? Aber das ist halt drin, weil man das über Jahre lang macht. So, und das funktioniert. 60 Meter aufs Tor, das haben wir auch gesehen. Leider waren wir mit der Kamera nicht dabei, aber das war wirklich sensationell. Hansa-Fans haben die auch gefeiert. Zweimal hintereinander, auch von der Mittellinie, direkt Lattenschießen mal anders, sozusagen mit Alex Ogrens. Wie geht sowas? Also für mich ist das unbegreiflich. Ich habe es ja auch versucht, bin zwar in die Nähe des Tors gekommen, aber das ist Wahnsinn. Ja gut, da gehört schon ein bisschen Glück dazu. Wenn man natürlich große Klappe hat und sagt, pass auf, ich treffe jetzt die Latte und ich treffe dann wirklich die Latte, da gehört schon viel Glück dazu. Und dann habe ich auch noch das zweite Mal, wie du weißt, habe ich gesagt, komm, da hast du mir das nicht geglaubt, das war nur Spaß. Dann habe ich halt nochmal die Latte getroffen. So, und dann bist du ganz vom Glauben gefallen. Aber gut, das ist Glück, dass man das trifft. Dass man da in die Nähe kommt, dass man mal 1 Meter drunter, 1 Meter drüber oder so. Aber dass man da so die Latte immer trifft, da gehört schon viel Glück dazu. Man merkt ja, du, jetzt abschließend die Frage, man merkt, dass du ein lockerer Typ bist, der auch mal einen Spruch auf den Lippen hat. Beim Torwarttraining merkt man ja, dass da ein oder andere Spruch auch dabei ist, der nicht unbedingt an Kinderohren gelangen muss. Ist das für dich eine Art, die Torhüter auch zu motivieren, die auch mal so ein bisschen härter anzugehen, beziehungsweise auch mal eine Ehre zu packen? Ist das für dich Strategie oder bist du einfach so? Ja klar, nein, um Gottes Willen, da muss man schon mal klipp und klar durchsprechen. Ne? Da muss man auch mal den Ochsen sagen, pass mal auf, hier geht's lang. Ne? Weil immer nur streicheln und wunderbar macht er das und alles, das geht auch nicht. Ihr kriegt schon mal auch einen Arschtritt. Aber die wissen ganz genau, dass ich ein Riesenherz habe, dass ich ein ganz großes Herz habe und dann wissen die auch, wie das gemeint ist. Aber wenn sie mich ärgern, dann kriegen sie schon ganz schön Stress mit mir. Aber wie gesagt, die arbeiten so phänomenal, arbeiten die mit und da gibt es an sich keinen Stress. Aber gut, mitunter kommt schon mal vor, dass, ne, aber dann gibt es ein bisschen auf die Fresse und dann geht es wieder weiter. Ganz abschließend, Thomas, bei Facebook eine scherzhafte Frage, ob du dir zutrauen würdest, nochmal in der 87. dich einwechseln zu lassen, nochmal einen Freistoß und Zappen zu hauen. Wie sieht's da aus? Hast du noch einen Spielerpass? Ein Spielerpass ist noch da. Ja klar. Ja, nein, aber das ist ja undenkbar. Das ist, ne, machen würde ich es. Verrückt genug wäre ich dafür, aber da gibt es andere, die das besser machen können wie ich. Alles klar. Alex, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und ja, schönen Abend. Und dann wünschen wir nochmal uns drei super Tage mit den Torhütern auch und mit der ganzen Mannschaft, dass wir dann gut in die Rückrunde starten können. Dankeschön und liebe Grüße nach Hause in die Heimat. Alles klar. Alles klar. Danke. Servus. Sich zwei nicht so hundertprozentig klar sind und gut verstehen. Jetzt, guck mal, jetzt geht mein SMS, du leck mich am Arsch da. Scheißdreck, mach nochmal neu die Frage. Ja. Schneid weg den Mist da jetzt da. Jetzt geht der einfach los. Das ist ein gutes Outtake. Ja.